Die Ukraine ist so eine weitere Paris Hilton unter den Staaten dieser Welt. Jedes Mal, wenn über sie in den Nachrichten die Rede ist, kann man getrost davon ausgehen, dass das wohl nichts Gutes ist. In den letzten Jahrzehnten war die Ukraine nicht nur Schauplatz des bisher schlimmsten Atomrauchs der Welt und eines Krieges mit Russland, sondern auch der schlimmsten Korruptionsskandale, die ihr euch vorstellen könnt. Ukrainische Politiker und Paris Hilton haben aber noch eine weitere Gemeinsamkeit, ziemlich viel Kohle, und in beiden Fällen meinen wir damit Geld. Nach dem Fall der Sowjetunion wurde die Wirtschaft der Ukraine nicht mehr vom Staat und dessen Politikern verwaltet, sondern stattdessen von den Politikern äußerst nahestehenden Freunden des Staates. Es handelt sich hierbei um die sogenannten Oligarchen, und man findet sie in allen politischen Parteien, sowohl den prorussischen als auch den gegenüber Russland kritisch eingestellten Parteien. So ist beispielsweise der ehemalige Präsident Petro Poroschenko auch als Schokoladenkönig bekannt, weil ihm der größte Süßwarenhersteller des Landes gehört. Die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko hat den Namen Gasprinzessin, da sie in der Gasindustrie stinkreich geworden ist. Der aktuelle Präsident Zelensky ist zwar noch nicht Milliardär, sondern von Hause aus eigentlich Schauspieler. Vor seiner Kandidatur für das Präsidentenamt spielte er in einer Comedy-Serie einen Präsidenten. Und das wohl so überzeugend, dass ihn das Volk anschließend zum realen Präsidenten des Landes wählte. Die Frage ist allerdings, ob der Comedian auch so bekannt und beliebt geworden wäre, wenn ihn der Medienmagnat und Milliardär Ihor Kolomoyski nicht tatkräftig gefördert hätte. Milliardäre und Oligarchen, wohin man schaut, das ist Alltag in der ukrainischen Politik. Und zum Leidwesen der Ukrainer mischen nicht nur ukrainische Oligarchen mit, sondern auch ausländische. Trumps Verbündete drängen auf Führungswechsel bei Naftogaz in der Ukraine. Anscheinend ging es darum, günstige Bedingungen für den Verkauf von verflüssigtem US-Erdgas an die Ukraine zu erhalten. Wie sich ein ukrainisches Gasunternehmen mitten in Trumps Amtsenthebungsdrama wiederfand. Trump und seine Verbündeten haben ukrainische Beamte dazu gedrängt, gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden zu ermitteln, einen von Trumps wahrscheinlichen Konkurrenten bei den kommenden Präsidentschaftswahlen. Dadurch wurde das komplizierte Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ausgelöst. Wow, was für ein Drama! Welchen Grund hatte ausgerechnet Donald Trump, sich derart tief in ukrainische Belange einzumischen, dass er seinen Gegnern damit Munition für ein Amtsenthebungsverfahren lieferte? Was ist gerade an der Ukraine so wichtig, dass sie ihm so viel Ärger wert sein könnte? Aber Moment mal, Trump ist nicht der Einzige, der sich im ukrainischen Sumpf verstrickt hat. Denn auch sein Hauptkonkurrent, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, steckt über beide Ohren drin. Ukraine untersucht geleakte Aufzeichnungen der Gespräche zwischen Biden und Poroschenko. Biden versprach angeblich, die Ukraine würde als Gegenleistung für die Entlassung des Generalstaatsanwalts Viktor Schokin eine Kreditgarantie in Höhe von $1 Milliarde erhalten. Schokin leitete damals die Ermittlungen gegen die Gasfirma Burisma, für die Hunter Biden gearbeitet hatte, der Sohn des damaligen Vizepräsidenten und jetzigen demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten. Poroschenko bekräftigte, dass die Bänder eine Fälschung seien und bezeichnete ihre Veröffentlichung als eine Finte des Kreml. So, Trump, Biden, Putin. Sie alle wollen am ganz großen Rad drehen. Und die Achse dieses Rads ist ausgerechnet die Ukraine. Es sieht tatsächlich danach aus, als würde ein großer Teil des diesjährigen US-Präsidentschaftswahlkampfs auf ukrainischem Boden ausgetragen werden. Wie aber konnte es überhaupt so weit kommen? Was ist so besonders an der Ukraine, einem eigentlich verarmten Land, das den meisten nicht gerade als internationales Machtzentrum bekannt ist, in dem das Schicksal der Weltpolitik entschieden wird? Wieso ist die Ukraine aber trotzdem für das Weltgeschehen so bedeutend? Schaut mal, in einem früheren Video haben wir euch erzählt, dass Russland der wichtigste Gasversorger Europas ist. So bezieht Deutschland 60% seines Erdgases von russischen Unternehmen wie Gazprom oder Rosneft. Und wie kommt dieses Gas bei uns an? Nun, das meiste davon kommt aus Gasleitungen, die über ukrainisches Gebiet führen. Was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass die Ukraine immer noch einen Hotspot im Gasgeschäft darstellt. Und hier kommt Wladimir Putin ins Spiel. Auch heute noch ist Putin auf die Ukraine angewiesen, um Europa mit Gas zu versorgen. Aber wie ihr wisst, befinden sich die Beziehungen zwischen Putin und Kiew in einem, um es mal so auszudrücken, es ist kompliziert Status. Manche Leute sagen, ewige Liebe halte höchstens 10 Jahre. Nach Jahrzehnten der gegenseitigen Liebe und der slawischen Brüderlichkeit
will die Regierung von Putins Russland nichts mehr wissen. Wie ihr euch vorstellen könnt, macht Russland diese politische Scheidung nicht gerade glücklich. Jedes Mal, wenn Russlands Gas durch das ukrainische Territorium fließt, muss es seine Ex-Unsummen an Transitgebühren zahlen. Aber das ist noch nicht alles. Solange Russland von der Ukraine abhängig ist, um sein Gas nach Europa zu exportieren, hat Kiew eine bessere Verhandlungsposition. Und das gilt sowohl für Verhandlungen mit Moskau als auch mit Brüssel. Mit anderen Worten, die Ukraine ist uns wichtig, solange wir sie für unser Gas brauchen. Was ist also Putins Strategie? Seht euch mal Folgendes an. Russland besteht auf neuer Pipeline zur Umgehung der Ukraine und die Europäer sind damit einverstanden. Ja, liebe Zuschauer, Russland will die Ukraine von ihren Gasleitungen abschneiden. Dadurch würde die Ukraine ihren gesamten strategischen Vorteil verlieren. Es würde bedeuten, dass höchstwahrscheinlich im Falle einer erneuten russischen Invasion weder die USA noch die Europäische Union der Ukraine helfen würden. Die Frage lautet also, kann diese Strategie funktionieren? Soll die Europäische Union zulassen, dass Russland die Ukraine umgeht? Heute werden wir all diese Fragen beantworten, aber bevor wir das tun, lasst uns einen Blick in die Geschichte werfen. Wenn du nicht mir gehören kannst, wirst du auch keinem anderen gehören. Im Jahr 2000 kam 70% des nach Europa importierten russischen Gases über die Ukraine. Genauer gesagt kam es aus dem sogenannten Bruderschaftsgasrohr. Diese Pipeline wurde in der Zeit der Sowjetunion gebaut und gewann mit der steigenden Nachfrage nach russischem Gas immer mehr an Bedeutung. Die anderen 30% kamen aus dem Jamalrohr in Weißrussland, aber das ist eine andere Geschichte. Als die Sowjetunion zusammenbrach, wurde die Ukraine zu einer unabhängigen Nation. In diesem Moment witterten die Politiker in Kiew ein mögliches Geschäft. Russland hat zwar die Gasvorkommen, aber sie brauchen uns, um diese an die Deutschen zu verkaufen. Also sollten sie auch saftig Transitgebühren an uns zahlen. Dank der sogenannten Transitrechte wurde die ukrainische Gesellschaft Naftogaz zu einem Giganten. Und das, obwohl die Ukraine kaum über eigene Gasvorkommen verfügt. Wie ihr euch vorstellen könnt, geht es hier um mehr als nur um Wirtschaft. Sowohl in Russland als auch in der Ukraine hat alles auch eine politische Bedeutung. Jedes Mal, wenn in Kiew eine pro-russische Regierung an der Macht ist, verkaufte Gazprom den Ukrainern das Gas äußerst günstig. Hatten in der Ukraine jedoch Russland feindliche Politiker das Sagen, wurden die Preise plötzlich stark erhöht, um den Ukrainern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Also eine klassische Zuckerbrot- und Peitsche-Taktik. Wir haben euch das bereits in einem anderen Video erklärt, dem ersten aus der Reihe über das russische Gas. Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine führten in den Jahren 2006 und 2009 zu einer Lieferkürzung. Während der letzten Kürzung, der von 2009, wurde auch dem Rest der Europäer das Gas abgedreht. Und genau in diesem Moment verlegte sich Russland auf eine neue Strategie. Putin rief seinen Freund, den ehemaligen deutschen Kanzler und derzeitigen Rosneft-Präsidenten Gerhard Schröder an. Und Gerhard Schröder wiederum rief die derzeitige Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Und so wurde das erste Projekt zur Umgehung der Ukraine verabschiedet, die Nord Stream 1 Pipeline. Diese Pipeline führt durch die Ostsee, also von Russland direkt nach Deutschland. Ein Jahr später, im Jahr 2010, gewann der pro-russische Viktor Janukowitsch die ukrainischen Präsidentschaftswahlen. Für die Ukraine kehrten damit friedliche Zeiten und günstige Gaspreise zurück. 2014 jedoch ereignete sich der Euromaidan. Erinnert ihr euch noch an diese Proteste in Kiew? Janukowitsch wurde zu Fall gebracht und eine brandneue, EU-freundliche, Russland jedoch sehr kritisch gegenüberstehende Regierung entstand in der Ukraine. Und in diesem Moment sagte Putin, wenn du nicht mir gehören kannst, wirst du auch keinem anderen gehören. 2015 hat Gazprom, das größte russische Gasunternehmen, den ultimativen Plan gestartet, die Ukraine zu umgehen. Zum einen wurde das Nord Stream 2 Projekt, das durch die Ostsee führt, in Angriff genommen. Zum anderen baut Gazprom auf der Südseite den Turk Stream, der Gas durch das Schwarze Meer bis in die Türkei transportiert. Laut dem Gazprom-Präsidenten wird die gute alte Bruderschaftspipeline bis zum Jahr 2020 weniger als 10% von dem transportieren, was sich früher weitergeleitet hat. Aber einen Moment, denn bisher scheint es so, als ob Russland hier der Bösewicht ist und die Ukraine nur ein armes Opfer, oder? In Wirklichkeit ist dies jedoch noch viel komplizierter. Lasst uns mal noch ein bisschen tiefer in die Sache einsteigen.
ukrainische Moloch. Naftogaz ist weit mehr als nur ein Gasunternehmen. Tatsächlich handelt es sich um eine gigantische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mehr als 75.000 Menschen sind hier angestellt. Ja, ihr habt richtig gehört. Nur um eines deutlich zu machen, das Äquivalent zu Naftogaz in Polen, PGNiG, das sich ebenfalls im Staatsbesitz befindet, beschäftigt nur 25.000 Mitarbeiter. Mit anderen Worten, in der Ukraine ist man ein Niemand, wenn man keinen Verwandten hat, der für Naftogaz arbeitet. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist Naftogaz ein schwarzes Loch im ukrainischen Haushalt, bei dem es so aussieht, als würde sich Paris Hilton persönlich um die Buchhaltung kümmern. Wisst ihr, bei einem staatlichen Unternehmen, das so viele Angestellte beschäftigt, verschwindet das Geld einfach und niemand weiß warum. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung und Politikberatung, einem ukrainischen Think Tank, verliert Naftogaz jährlich mehr als 3 Milliarden Dollar durch Korruption. Dieses Unternehmen verbucht dauerhaft finanzielle Verluste. Und wir sprechen hier nicht von Peanuts. Erst im Jahr 2014 machte der Verlust von Naftogaz 6% des gesamten ukrainischen Bruttoinlandsprodukts aus. Aber genau in jenem Jahr 2014 fand der Euromaidan statt. Und das veränderte alles. Und zwar sehr schnell. Zum Beispiel hier. Ukrainische Polizei verhaftet Naftogaz-Vorstaatsvorsitzenden Jevgen Bakulin. Soweit sieht es ganz gut aus. Sowohl die Europäische Union als auch der IWF haben die Ukraine dazu gedrängt, ihre Hausaufgaben zu machen, und es scheint, als würde sie es zumindest versuchen. Andriy Koboljew wurde als neuer Geschäftsführer eingesetzt und er begann damit, die Korruption und die Abhängigkeit von Russland einzudämmen. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, hat das geklappt? GSE kündigt Verbesserungen in der Initiative zur Transparenz der Speicherung an. Der ukrainische Gaskonzern Naftogaz tritt dem Gasspeicherinventar AGSI Plus bei. Und plötzlich erzielt Naftogaz sogar Gewinne. Nach Jahrzehnten finanzieller Verluste machen sie heute rund 13% der ukrainischen Staatseinnahmen aus. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wie hat Koboljew das alles hinbekommen? Wie lautet seine Zauberformel? Nun, auf der einen Seite wurde die Regulierung des Gaspreises durch die Regierung, wie sie bei staatlichen Monopolen nun mal üblich ist, aufgehoben. Das bedeutete für die Verbraucher, mit dem superbilligen Gas, welches die Ukrainer die ganzen Jahre über gewohnt waren, war es nun aus. Nun hat Naftogaz die Preise auf ein Niveau angehoben, das dem anderer europäischer Länder entspricht. Auf der anderen Seite hat Koboljew Putin mit viel, sagen wir mal, Querdenken überrascht. Gazprom wollte die Gaspreise für die Ukraine erhöhen, aber nicht für den Rest der europäischen Länder. Was hat die Ukraine also getan? Anstatt mit Moskau zu streiten, begann die Ukraine, Gas von anderen europäischen Ländern wie der Slowakei zu kaufen. Aber Moment mal, gibt es in der Slowakei überhaupt Gasvorkommen? Natürlich nicht. Pass mal auf. Die Verträge mit Gazprom besagen, dass Russland die Kontrolle über das Gas verliert, sobald dieses in ein EU-Land gelangt. Und das bedeutet, dass der Käufer mit dem Gas machen kann, was er will. Das russische Gas wird also durch die Bruderschaftspipeline in die Slowakei transportiert und dann über diese Leitung wieder zurück in die Ukraine geführt. Somit kauft die Slowakei Gas von Russland, die Ukraine wiederum das gleiche Gas von der Slowakei. Dank dieses Manövers hat Naftogaz seine Importkosten um ein Viertel gesenkt. Aber das ist erst der Anfang. Naftogaz steigert den Reingewinn 2019 um das 5,5-fache und zahlt 48,2 Milliarden ukrainische Hryvnia an Dividenden. Die Naftogaz Ukraini Group erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Nettogewinn von 63,3 Milliarden ukrainische Hryvnia. Dieser wurde auch dank einer Zahlung von 2,9 Milliarden US-Dollar durch die russische Gazprom erzielt. Diese Zahlung hatte das Schiedsgericht der Stockholmer Handelskammer im Rahmen der Festsetzung des Gastransitpreises festgelegt. Doch leider, meine lieben Visualpolitik-Zuschauer, spielte sich auch dieser Sieg gegenüber Russland nicht ohne einen Korruptionsskandal im Selbstbedienungsladen Naftogaz selbst ab. Antikorruptionsbüro gewährte Naftogaz-Angestellten Zugang zu Memos über sechsstellige Boni. Die Untersuchung ergab, dass das Schiedsgericht der Handelskammer in Stockholm im Februar 2018 den Forderungen von Naftogaz nach der Eintreibung von Transitschulden der russischen Gazprom in Höhe von insgesamt 4,67 Milliarden US-Dollar nachkam. Im April desselben Jahres gewährte der Aufsichtsrat von Naftogaz dem Vorstand und einigen anderen Mitarbeitern Boni in Höhe von 1% der Arbitragesumme,
also insgesamt 43,6 Millionen Dollar. Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung noch keine Gelder auf dem Konto von Naftogaz eingetroffen waren. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Vertretung der Interessen von Naftogaz in Stockholm jedoch überhaupt nicht von Naftogaz-Mitarbeitern, sondern von einer Anwaltskanzlei wahrgenommen wurde. Tja, meine lieben Zuschauer von Visualpolitik, der Korruptionsberg bei Naftogaz ist eben so gewaltig, dass es unglaublich lange dauern wird, ihn vollends abzutragen. Wenn sich die Ukraine nämlich vollständig an die europäischen Normen anpassen wollen würde, müsste sie ihren Gasmarkt liberalisieren. Naftogaz wäre dann kein Monopolist mehr und der Konzern müsste in mehrere kleine Unternehmen aufgeteilt werden. Ein Subunternehmen würde sich dann auf die Gasproduktion konzentrieren, ein anderes auf die Steuerung des Inlandsverbrauchs und so weiter. Und wie ihr euch vorstellen könnt, tauchen hier bereits die ersten Probleme auf. EU und Ukraine im Tauziehen um die Aufteilung von Naftogaz. Wahrscheinlich könnt ihr es euch bereits denken. So sehr sich Kopolyev auch anstrengt, das Unternehmen zu reinigen, es haben einfach bereits zu viele Oligarchen zu lange ihre Spielchen damit getrieben. Das Unternehmen kann zwar im Besitz des Staates sein, aber das bedeutet noch lange nicht, dass keine Millionärsgehälter und Bestechungsgelder in enormer Höhe nach außen fließen. Und es ist sehr schwer, das von einem Tag auf den anderen zu unterbinden. Und liebe Zuschauer, selbstverständlich hat Russland für diesen Fall eine perfekt definierte Agenda. Schauen wir sie uns an. Wirtschaft versus Geopolitik. Deutschland hat es durchgesetzt. Die Pipeline Nord Stream 2 wird gebaut. Sowohl Brüssel als auch Washington sind dagegen. Tatsächlich war Donald Trump der größte Kritiker. Er sagte sowas wie, selbst Paris Hilton würde einen besseren Job als Deutschland in Bezug auf eine gute Energiepolitik machen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ist es möglich, dass sich Angela Merkel von Wladimir Putin hat verführen lassen? Ja, es ist allen klar, dass der ehemalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder Putins Mann in Europa ist, aber da steckt noch mehr dahinter. Grundsätzlich steckt Deutschland in einem großen Dilemma, denn große Teile seiner Schlüsselindustrien, dank deren Deutschland eine gewaltige Wirtschaftsmacht ist, sind extrem gasabhängig. Ohne Gas geht in der deutschen Wirtschaft nichts mehr. Und je sicherer und billiger die Gasversorgung, desto besser. Und Nord Stream 2 stellt die beste Option für die deutsche Wirtschaft dar, sich von möglichen Gaskriegen zwischen der Ukraine und Russland unabhängig zu machen. Und Nord Stream 2 stellt die beste Option für die deutsche Wirtschaft dar, sich gegen mögliche Risiken eines Gaskrieges zwischen der Ukraine und Russland abzusichern. Das Problem jedoch ist, diese Pipeline erhöht Deutschlands Abhängigkeit von Russland nur noch weiter. In der Zwischenzeit kommt Putin vor Glück gar nicht mehr aus dem Jubeln. Er kann die Ukraine umgehen und gleichzeitig auch noch ihre Wirtschaft zerstören. In diesem Zusammenhang sind die Absichten Russlands offensichtlicher als die deiner Ex, wenn sie nur mal einen Kaffee mit dir trinken gehen möchte. Wollt ihr ein Beispiel? Werft einen Blick auf diese Karte. Das ist das Schwarze Meer. Und dieses kleine Meer im Norden, das ist das Asowsche Meer. Diese beiden Meere sind durch die Straße von Kertsch miteinander verbunden. Und die Ukraine hat zwei wichtige Häfen im Asowschen Meer. Was hat Russland also gemacht? Sie haben eine Brücke direkt über die Straße von Kertsch gebaut. Eine Brücke, die es den meisten Schiffen unmöglich macht, das Asowsche Meer zu erreichen oder zu verlassen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum liegt Deutschland so viel am Bankrott der Ukraine? Geht es um Eifersucht? Wohl kaum. Die Sache ist die, je schlechter die russisch-freundliche ukrainische Regierung abschneidet, desto besser stehen eben die Chancen für die prorussischen Kandidaten bei den Wahlen. Zwar ist heute nach dem Schokoladenkönig, der übrigens ironischerweise Diabetes hat, ein antirussischer Comedian-Präsident. Aber Putin denkt langfristig, hofft darauf, dass den Ukrainern eines Tages das Lachen endgültig vergeht. Dass sie ihre Träume von einem Leben nach westlichem Vorbild endgültig begraben. Und dann die harte Hand des Kremls auch die Ukraine regiert. In der Zwischenzeit lautet die Frage für euch, was würdet ihr tun, wenn ihr die Entscheidung für Deutschland fällen müsstet? Würdet ihr das billige russische Gas nehmen und damit die Ukraine im Stich lassen? Oder würdet ihr die Wettbewerbsfähigkeit eures Landes zugunsten von politischen Interessen opfern? Bitte hinterlasst eure Antworten im Kommentarbereich unten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und wie immer sehen wir uns das nächste Mal.